Also ich bin Tomatens, wie der Markus gerade eben schon gesagt hat. Und ich bin seit ganz vielen Jahren im Power BI-Umfeld unterwegs. Ich habe, als ich noch bei einem Wettbewerber gearbeitet habe, habe ich mir das aus Competitor-Sicht angeguckt. Da hieß das glücklicherweise noch PowerView und war nur mit SharePoint irgendwie integrierbar. Und das war alles irgendwie ganz fürchterlich, habe aber da schon irgendwie mein Herz dran verloren. Und seitdem kümmere ich mich intensiver darum. Und seit einiger Zeit, jetzt fast 3 Jahre, bei einem riesigen Konzern, begleite ich den Konzern bei der Einführung von Power BI als strategische BI-Plattform. So, und deswegen bin ich auch irgendwann auf dieses Adoption Framework gestoßen. Und nennen das jetzt auch mal Reality Check. Ist das eigentlich etwas, was nur für große Konzerne notwendig ist? Weil gemacht hat das ja, also das ist übrigens die Agenda, wer bin ich, habe ich gerade schon erzählt, hat Markus auch schon erzählt. Was ist das Power BI Adoption Framework? Was ist das eigentlich? Und dann gibt es einen kurzen Moment Pause. Und dann so ein paar Ausschnitte zum Thema Adoption Framework, was das eigentlich bedeutet. Tomatens habe ich schon gesagt. Und das Power BI Adoption Framework ist vom Microsoft Power BI CAP Team entwickelt worden aus den Erfahrungen bei der Einführung in großen Unternehmen. So große Unternehmen finde ich manchmal auch ein bisschen abschreckend. Bedeutet das eigentlich, dass das nur für große Unternehmen ist? Im Zweifelsfalle vielleicht das meiste oder vieles davon ist vielleicht für mich noch gar nicht relevant. Es hilft aber immer, sich einfach mal die Folien anzugucken, die zur Verfügung stehen. Es gibt auch ein paar Videos. Das ist mitunter auch ziemlich lustig, wenn man immer, also ich finde es immer wieder lustig, Leute mit nicht englischem Muttersprachlern zuzuhören bei Themen, die mich total interessieren. Kann sehr lustig und erheiternd sein. Wie führe ich eigentlich Power BI ein? Und dann gibt es, oder was bedeutet eigentlich Adoption? Das ist nicht zwingend nur die Einführung, sondern Adoption ist vielleicht noch ein ganz kleines bisschen mehr. So, ich muss, wenn ich über Adoption rede, versuche ich, ob es jetzt Power BI ist oder irgendein anderes Werkzeug, ein Tool, eine Methode, diese Methode mit dem größtmöglichen Einsatz zu betreiben. Also Adoption ist das Gegenteil von Shelfware. Und Adoption ist tatsächlich auch immer wieder so ein ganz besonderes Problem, weil wir können uns alle was vorstellen, was bedeutet Governance. Dann gibt es ganz bestimmte Herausforderungen im Thema Power BI Service Management, Security, Rollout und Support. Aber tatsächlich ist Adoption, also wie trage ich eigentlich dafür Sorge, dass die Anwender, falls ich vorhabe, das meinen Anwendern zur Verfügung zu stellen, das auch wirklich nutzen. Und idealerweise so nutzen, dass sie nicht sagen, das ist aber doof, sondern das ist toll. Also Markus findet es toll, Katrin findet es toll, ich finde es toll. Möglicherweise eine ganze Menge von euch finden Power BI auch toll. Und die Kunst ist, bei der Einführung dafür Sorge zu tragen, dass das auch die anderen toll finden. Und das ist eigentlich genau das, was Adoption meint. So, bevor ich da jetzt einsteige, ist das, was ich oft erlebe bei der Frage, wie fange ich eigentlich an? Was will ich eigentlich? So, ich lese im Zweifelsfalle irgendwo in irgendeiner Publikation, in irgendeiner Werbe-E-Mail Power BI wieder mal durch das im Gartner Magic Quadrant top geratet. Jetzt will ich auch Power BI machen. Weil das machen ja inzwischen sehr viele, vielleicht alle. Was will ich eigentlich? Und wie fange ich an? Das ist tatsächlich manchmal
die erste Hürde und die ist tatsächlich, wie ich feststelle, gar nicht klein. Deswegen muss ich fragen, wer ist eigentlich mein Publikum? Wen will ich damit erreichen? Und wenn ich der Business Analyst bin, der auf der Suche nach einem Self-Service-Tool bin, also ich will überhaupt gar nicht das mit meinen Kollegen teilen, das ist gar nicht die Notwendigkeit, sondern ich möchte einfach nur meine SharePoint-Listen, meine SQL-Server-Tabellen einfach besser für mich analysieren, ist das total einfach. Nehme ich einfach Power BI Desktop, das reicht. Und am besten mache ich das noch heute, falls ich das nicht schon irgendwie runtergeladen habe. Da muss ich mich auch nicht um solche Themen kümmern wie No Data Gover oder Data Governance. Wenig bis gar nicht. Weil tatsächlich greife ich auf Daten zu. Ich will es nicht teilen. Das Einzige, worum ich mich vielleicht kümmern muss, ist, dass der Zugriff auf meine Power BI Desktop-File vielleicht nicht jedem gelingt. Das ist das Einzige, worum ich mich in diesem Data Governance-Thema eigentlich kümmern muss. So, tatsächlich, Power BI hat angefangen als Self-Service-Tool, das heißt eigentlich genau für Me, Myself and I, als Kontrapunkt für die Produkte von ClickView, also ClickTech, ClickView und ClickSense jetzt, beziehungsweise Tableau. Und tatsächlich ist es aber inzwischen so weit, dass Unternehmen mit einer dedizierten BI-Abteilung Power BI einsetzen, um ein normales Power BI-Projekt zu machen, was immer eigentlich auch ein genaues Power BI-Projekt ist. Da geht es nicht darum, dass jeder alles selber macht, sondern es gibt irgendwie ein kleines Team, vielleicht ist das auch nur eine Person oder ein etwas größeres Team, aber ich muss mich einfach um nichts weiter kümmern. Das heißt, ich kann als Team, als einzelne Person sofort Power BI Desktop einsetzen. Mit diesem kleinen Team oder mit dieser überschaubaren Anwendergruppe, was ich meine ich jetzt hiermit, dass ich meine Endanwender kenne. Ich weiß, für wen diese Applikation ist. Das hat zum Umkehrschluss, ich kann eigentlich auch sofort den Power BI Service verwenden, weil ich das teilen will. Ich weiß ganz genau, wer darauf zugreifen soll. Ich muss mich eigentlich um nichts weiter kümmern. Vielleicht brauche ich, weil das die Anforderungen sind, ein bisschen Zugriffsberechtigung, Row-Level-Security. Vielleicht muss ich mich auch darum kümmern, dass Sachen nicht exportiert werden sollen, weil das gegen Data Governance, Regularien verstößt. Es ist aber alles überschaubar. Es hilft mir dabei, wenn ich das Admin-Portal von Power BI kenne. Also das Admin-Portal ist das, was vielleicht alle irgendwie ganz schrecklich finden. Ich zum Teil auch, weil User Experience stand da nicht im Vordergrund, würde ich sagen, als die Leute von Microsoft das entwickelt haben. Aber nichtsdestotrotz, das, was ich im Admin-Portal, insbesondere in den Tenant-Settings einstellen kann, auch wenn ich das nicht verwenden muss, möchte, es hilft auf jeden Fall mal drüber geguckt zu haben. Anderes Extrem im Gegensatz zu dieser Einzelplatzlösung für den Business Analysten ist Power BI möchte ich einsetzen als strategische Self-Service-Plattform im Konzern oder in einem großen Unternehmen. Das heißt, es ist nicht die Aufgabe dieses kleinen BI-Teams, eine Business Intelligence-Applikation zu bauen, sondern es ist einfach schlicht die Herausforderung, dieses Power BI als strategisches Werkzeug im Konzern zu verwenden. Und da gibt es dann tatsächlich jetzt langsam sowas wie, ich muss mich um die Adoption kümmern. Ganz entscheidend dabei, das passte da leider irgendwie nicht mehr so richtig drauf mit diesen, manche Leute hier in diesem Kreis sagen, das sieht aus wie Bienenwaben. Ich finde das nicht. Das sieht aus wie, sage ich mal, Sechsecke. Aber sei es drum. Dieses Szenario unterscheidet sich aus meiner Sicht ganz massiv dadurch, dass ich diese Endanwender überhaupt gar nicht mehr kenne. Jedenfalls nicht alle. Ich weiß nicht, was die damit
alles bauen wollen. Und eine ganz wichtige Herausforderung dabei ist, dass ich plötzlich dafür verantwortlich bin, dass diese Anwender, die das jetzt zum Teil alles, was auch immer alles sein mag, selber machen, dass ich mich darum kümmere, dass die erfolgreich sind. Und das ist genau das Thema Training. Und wenn ich möchte, dass Power BI Desktop oder Power BI erstmal überhaupt mit dem Designwerkzeug Power BI Desktop erfolgreich wird, dann muss ich dafür Sorge tragen, dass wenn die Anwender das anwenden wollen, dass es Trainings gibt, dass es vielleicht ein Team gibt, das eine Supportabteilung unterstützt und so weiter und so weiter. Und ganz wichtiger Punkt hierbei ist, es gibt eine ganze Menge Sachen, die kann man sehr, sehr effizient machen mit Power BI, sei es Power Queries, sei es Data Flows, sei es DAG Statements, sei es tolle Visualisierung. Es gibt Leute, die haben innerhalb dieses Power BI-Ökosystems eine Vorliebe. Und die beschäftigen sich ausschließlich mit dem Design toller Datenvisualisierung. Es gibt Freunde von mir, die sind selbstständig, die machen mehr oder weniger eigentlich nur Power Query und M und Design Funktionen in M. Also man kann sich damit beschäftigen, sehr, sehr lange. Und alles hat so seine Tücken. Und ganz wichtig ist, wenn ich dieses Power BI zum Erfolg verhelfen möchte, und Erfolg meint damit nicht nur die ersten erfolgreichen Projekte, wo aus Daten irgendwie Informationen gewonnen werden, sondern auch tatsächlich die Nutzung, dann muss ich mich gegebenenfalls davon verabschieden, dass alles perfekt ist. Ich muss mich als Organisation und auch als derjenige, der diese Mission begleitet oder so, muss ich darauf gefasst sein, dass alles nicht immer optimal ist. Deswegen gibt es halt auch irgendwie, finde ich, hat hier auch dieser Spruch, done is better than perfect, durchaus seine Berechtigung. Natürlich muss ich dafür sorgen, dass nicht wirklich etwas kaputt geht, aber ich muss mich darauf gefasst machen, dass es Anwender gibt, die nicht so affin sind, wie wir vielleicht selber und die vielleicht auch die, Entschuldigung, die dümmste anzunehmende Frage stellen. Aber das ist total normal, weil diese Anwender, die sind auf ihrem Fachgebiet wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich Experten und kriegen jetzt plötzlich in einer Organisation vorgeschrieben, morgen machst du mal von dem, was du den ganzen Tag so lang machst, mal ein Dashboard. Weil irgendjemand sagt, bitte verwende jetzt Power BI. Ich erwarte, dass du im nächsten Quartal deinen Department, deinen Geschäftsbereich, deine Abteilung, deine Kostenstelle mit Power BI präsentierst. Auch sowas passiert dann halt im Konzern. Und da sind dann eben halt Leute dabei, die plötzlich irgendwie zu Power BI gekommen sind. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das despektierlich ist, wenn ich sage, wie die Jungfrau zum Kinde. Darauf muss ich gefasst sein. Und vor allen Dingen muss ich mich darauf vorbereiten, dass ich meine Systemlandschaft monitore. Damit meine ich meine Workspaces, Zugriff auf Datenquellen, weil ich das eben halt alles nicht mehr selber mache. Das machen jetzt Anwender. Anwender greifen auf Datenquellen zu, mache ich das, muss ich solche Fragen mir beantworten, sind Anwender durchaus in der Lage oder berechtigt auch eigene Gateways zu installieren? Plötzlich Tom, bekommt, ja. du bist gut, weil du bist gerade bei dem Thema Anwender und wir haben auch schon die erste Frage dazu. Nämlich, Verrückt. was war dein größtes Hopplas mit unbekannten Usern? Externes Teilen, nicht zertifizierte Visuals. Tom, du sollst in diesen Pausen nicht trinken. Oh. Wir brauchen deine Antworten. Eigentlich
weder das eine noch das andere. Echt? Also weder zertifizierte Power BI Visuals noch das Teilen mit externen, weil wir uns an dieser Stelle als Power BI Team bei dem Teilen mit externen Anwendern, darauf waren wir extrem super vorbereitet. Was bedeutet das eigentlich für Azure Security Groups? Was ist das eigentlich? Was bedeutet externes Teilen eigentlich mit so etwas wie Compliance Gateways? In einem größeren Konzern muss man dann ja für allen möglichen Kram irgendwie, wenn man was haben will, begründen, ist das compliant. Darauf waren wir super vorbereitet. Ja, weil meine Erfahrung ist jetzt mal, um das beim externen Teilen zu sehen, dass dieses Publish to the Web, mein Lieblingswort, am Anfang bei Power BI extrem fahrlässig behandelt wurde. Es gibt genug Leute, die versuchen wollten, Lizenzen einzusparen und Inhalt mit Publish to the Web zu teilen. Gefühlt es dann Unmanaged Tenants gab, also Benutzer haben selber sich bei Power BI angemeldet, haben ihre Daten per Power BI Desktop zusammengewürfelt und in den Webservice hochgeladen und um es mit Kollegen zu teilen, dann haben sie Publish to the Web genommen und ja, wahrscheinlich wusste die IT nicht mal, dass ihre Daten plötzlich, also dass sie einen Tenant haben und dass sie ihre Daten im Internet preisen. Freigeben. Hattest du sowas gar nicht? Also ich meine, das Erste, was ich immer jedem Kunden erzählt habe, ist, und wenn sie sich noch nicht bei Power BI angemeldet haben, gucken sie mal, ob sie nicht mal ihre Domäne, zumindest ein Tenant übernehmen und okay, dann gegebenenfalls das Self-Authentification deaktivieren. Okay. Nee. Hatte ich noch nie so erlebt. Also ich habe es schon mal erlebt, dass das so ist. Aber das ist etwas, was auf meinem Warplan steht. Sofort gucken, Publish to Web etc. Also das ist nicht, das, da habe ich nie irgendwie so ein Hoppla gehabt. Das Gleiche habe ich auch nicht gehabt für Custom Visuals. Weil was wir erst allen erlaubt haben, ist Publish, Quatsch, nimm all die Custom Visuals, die du haben möchtest. Wir haben jedes, also das war auch so eine Teamleistung, wir haben alle Visuals über Fiddler nochmal, weil das ist auch so eine Anforderung des Kunden gewesen, nochmal getestet, was wird denn da tatsächlich eigentlich übertragen. Haben wir als Team gemacht. Das sind dann tatsächlich auch so Dinge, wenn du sagst, also was will ich erlauben und was will ich verbieten? Je mehr ich verbiete, desto schwieriger wird halt das mit dem Thema Adoption. Mein größtes Hoppla habe ich jetzt vor kurzem gehabt. Wir haben das Thema bei diesem Kunden, ist alles Self-Service. Und ich würde sagen, wir sind ziemlich managed Self-Service BI. Wir haben den ganzen Deployment-Prozess, also wie bekriegt man eine Power BI Pro-Lizenz, wie kriegt man eigentlich überhaupt einen Workspace, haben wir automatisiert. Das heißt, das kann man beantragen, dann wissen wir, wer beantragt einen Workspace, wenn jemand einen Workspace hat, dann kriegt er eine Power BI Pro-Lizenz, weil sonst braucht er ja keine Power BI Pro-Lizenz. Also das haben wir alles irgendwie automatisiert. Mit anderen Worten, die Leute können nicht selbst einen Workspace einrichten. Jetzt gibt es seit kurzem im Preview das Thema Deployment Pipelines. Also in größeren Projekten bei a normal Power BI Project macht es durchaus Sinn, dass man mal sich überlegt, ich habe Dev-Test und Production-Umgebung. Wir haben, also bei dem Kunden, gibt es glaube ich inzwischen 40 Meldungen, dass die gerne Deployment-Pipelines
verwenden würden, was aber nicht geht, weil sie selbst keine Workspaces einrichten können. Und da haben wir gedacht, okay, fuck, wie kriegen wir das denn eigentlich jetzt wirklich gelöst, ohne dass wir unsere Policy aufgeben, Anwender dürfen nicht selbst Workspaces einrichten. So, das war irgendwie ein Hoppla, da sind wir vielleicht mit der Power BI Automation über das Ziel hinausgeschossen. Wobei, als wir damit angefangen haben, diese Formulargeschichten einzurichten, wussten wir noch nicht, dass es sowas wie Deployment Pipelines gibt, die es erforderlich machen, über Workspaces nachzudenken. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Also das ist ein ziemliches Hoppla. Das ist auch noch nicht enthoppelt. Jetzt hoffen wir, dass Microsoft so schnell wie möglich irgendwelche APIs anbietet, damit wir dann das in unser Bestellwesen über so ein Kreuz, möchtest du eine Deployment Pipeline haben? Wenn ja, musst du erstmal hier, keine Ahnung, dieses Video angucken, damit du weißt, was das ist. Gibt es aber leider noch nicht. Also das ist ein ziemlich großes Hoppla. Aber da sprichst du gerade was an, weil ich habe, glaube ich, vor einem Jahr oder so, ich weiß gar nicht, bei welchem Talk das war, ich glaube, da wollte ich teilnehmen, weil du sprechen wolltest und warst aber nicht da. Da war ich auf so einem niederländischen Talk und die hatten beschrieben, dass sie eben bei der Einführung förmlich die User Schulungen besuchen mussten oder gegebenenfalls sogar einen Test machen mussten, um zu beweisen, dass sie entsprechende Kenntnisse im Power BI haben, und erst damit bekamen sie das Recht, um Workspaces zu administrieren und zu verwalten. Also man musste sich förmlich über eine Prüfung das Recht erlangen erst. Oder habt ihr sowas auch? Weil du jetzt gerade das Video ansehen, habt also, ihr Trainingscontent? Ja. Wir haben Trainingscontent, wir haben Online-Kurse, wir haben In-Person-Trainings. Da gibt es tatsächlich Leute, die seit, naja, vielleicht jetzt in diesem Jahr ein bisschen abnehmt, aber ich sag mal, mehr oder weniger rund um die Uhr trainieren. Weil man muss dann ja auch im Zweifel dafür Sorge tragen, dass dann irgendwie neue Feature reinkommen, in diesen Trainings berücksichtigt werden. Und tatsächlich sind wir jetzt am Überlegen, weil ich das irgendwo anders kennengelernt habe, dass man nicht nur eine Power BI Pro Lizenz und damit auch zum Publizieren und damit auch den ersten Schritt in das Teilen von irgendwas bekommt, vielleicht ein kleines Video zum Thema Data Governance angucken und was bedeutet eigentlich Personenbeziehbare, was darf ich teilen, was darf ich niemals teilen, etc. Also die Leute, die eine Power BI Pro Lizenz beantragen, auch dafür zu sensibilisieren, was bedeutet eigentlich DSGVO. So, ja, haben wir. Okay, jetzt gab gerade eine Frage, ob wir irgendwann in diesem Talk auf Englisch sprechen, aber ich habe mal geschrieben, dass der Talk in Deutsch ist. Ne? Yes. Ja, okay. Und ich yes. Okay, dann, ja. Dann mache ich einfach mal weiter. Ja. Wenn ich nicht weiß, wer meine Anwender sind, dann muss ich mich auf das Allerschlimmste vorbereiten. Im Sinne von Data Security, Data Governance, etc. etc. Weil dadurch, dass Power BI so cool ist, ist man auch schnell dabei, vielleicht Dinge zu tun, über die man nicht nachdenkt, die man aber eigentlich nicht tun sollte, dürfte. Und dann habe ich natürlich auch hier wieder einen Power BI Service. Von den ganzen Workspaces, die es bei diesem Kunden gibt, über den ich hier so oft rede, bin ich bei den allerwenigsten irgendwie Workspace-Administrator. Auch das sind dann so Dinge, die man sich einfach überlegen muss. Da geht es dann um die Separation of Duty etc. Darf ich eigentlich als Power BI Service Admin auch Office 365 Admin sein? Wer ist eigentlich der Azure Global Whatsoever Active Directory Admin und so weiter? Das ist alles irgendwie was anderes als ein fancy Visual zu machen oder ein cooles DAG-Statement zu bauen.
oder eine Power Query schneller zu machen. Also das ist, was will ich eigentlich erreichen? Und bevor ich mich jetzt mit diesem Power BI Adoption Framework intensiver auseinandersetze, sollte man sich über diese Dinge einfach irgendwie Gedanken machen. So, für mich hat Power BI Adoption auch was mit Reifegrad zu tun. Wo steht das Unternehmen eigentlich? Ich habe auch schon erlebt, dass jemand gesagt hat, na jetzt machen wir Self-Service BI, weil wir jahrelang irgendwie nichts gemacht haben. Und jetzt müssen die Anwender irgendwie die Kastanien aus dem Feuer holen. Das kann funktionieren, wenn die Anwender quasi die Not zur Tugend gemacht haben und mit Excel hantiert haben, also sowas wie datenaffin schon sind, Not zur Tugend gemacht. Wenn das aber eine Entschuldigung ist für, ich habe lange Zeit meine Daten nicht irgendwie als Asset angesehen, dann ist Self-Service BI gegebenenfalls nicht das Richtige und kommt vielleicht zu früh. Hat was mit Enablement und Vertrauen letztlich auch zu tun. Power BI Service Management. Also, da wir jetzt schon eine halbe Stunde dabei sind, würde ich vielleicht ein ganz kleines paar Folien überspringen und zu einer Folie kommen, die zum Thema Sicherheit bei den Tenant-Settings ist. Das ist eigentlich meine Lieblingsgeschichte. Power BI ist ein Data Discovery, Data Visualization Tool. Damit kann ich total coole Dinge machen. Und es gibt eine ganz wichtige Anforderung aller meiner Anwender ist, ich will das aber auch nach Excel exportieren können. Okay. Ja, check geht, kann ich im Service machen. Ich kann sagen, okay, im Service klick das Visual an, klick das und dann kannst du das als Excel exportieren. Im Report, wenn irgendjemand einen Report designt, gibt es die Eigenschaft, allow end users to export summarized data from the Power BI service oder eben end users summarized data and underlying data. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Wenn ich als Personaler Zugriff auf die Gehaltsdaten eines Geschäftsbereiches, eines Unternehmens, des gesamten Konzerns habe, und die Gehaltsentwicklung in Summe pro Jahr veröffentlicht werden darf und auch mit den Anwendern, also mit den ganzen Kollegen geteilt werden darf, dann ist ein Balkendiagramm, das auf den Detaildaten basiert und ich als Report oder Dashboard publiziere, ist das Balkendiagramm kein Security-Feature, wenn Anwender, die Zugriff auf dieses Balkendiagramm haben, die Möglichkeit haben, auch Underlying Data zu exportieren. Und das ist so eine, wenn sowas mit sensiblen Daten irgendwie aus Versehen, keine Ahnung, passiert und sowas kann rasch passieren, dann muss man sich irgendwie vorbereiten. Also das ist auch eine Gratwanderung. Was kann ich erlauben? Was darf ich erlauben? Etc. Okay. Das ist, ja. Mal eine kurze Zwischenfrage, weil wir gerade schon beim Export und du sagst Balkendiagramm. Es gibt ja jetzt auch demnächst, oder nee, gibt es schon, ist ja dieses Feature, dass der Endanwender auch das Visual selber modifizieren kann und auch eigene Daten einbringen können, ist ja eigentlich das heißt, gleich. Was heißt denn eigene Daten? Nein, aber er kann sich aus dem Modell bedienen und kann auch Spalten, wenn sie in dem Datenset vorhanden sind, zusätzlich hinzufügen und das ganze Visual im Prinzip umschicken. Ja, das ist Self-Service. Genau, aber wenn du sagst ja,
Export Underlying Data ist ja auch, wird ja auch nur das exportiert, was sowieso im Datenset vorhanden ist. Also letztendlich, wenn ich hergehe und nehme das Balkendiagramm und kann noch die Personalnummer oder so in die Spalten, Zeilen oder so reinbringen oder sage, ich möchte aus dem Balkendiagramm Table Visual haben, kann ich mir das ja sogar dann schon im Service direkt, ohne dass ich die Daten exportiere. Also ich meine, es gewinnt ja, je mehr ich den Benutzer freie Hand lasse, Das ist genau der Spagat, den wir gehen müssen. Also tatsächlich sehe ich persönlich dieses bei den Personalized Visuals, sehe ich gar nicht so sehr das Problem, dass Anwender auf mehr Daten gucken, als sie eigentlich sollen oder sehen dürfen. Weil dann ist hier was schiefgelaufen bei der Row-Level Security. So von Anfang an schon. Ich sehe die Personalized Visuals eigentlich auf der einen Seite ist das tatsächlich ein echtes Self-Service BI-Feature für den Endanwender. Der kann jetzt aus dem hässlichen Pie-Chart ein noch hässlicheres Donut-Chart machen. Ich sehe da die Gefahr, dass wir als Report-Designer uns vielleicht weniger Gedanken machen, was ist eigentlich der optimale, falls es das überhaupt gibt, die optimale Visualisierung für diesen ganz konkrete Fragestellung etc. Also das sehe ich als viel größere Gefahr als das Thema, was du angesprochen hast. Natürlich, wenn ich da nicht drauf achte, und das ist ja glücklicherweise erstmal ausgestellt, beziehungsweise wenn ich es anstelle, dieses Feature, dann habe ich es für jedes Visual erstmal enabled. Das muss ich natürlich als Report-Designer irgendwie immer im Auge behaben, sowas. Deswegen machen wir tatsächlich hier auch sowas wie wir als Team bei diesem Kunden, das funktioniert natürlich tatsächlich dann jetzt wirklich nur bei einem etwas größeren Einsatz, dass wir jedes Mal aus unserer Sicht die Preview-Feature erwähnen, oh, wie cool ist das denn bitte schön, jetzt geht das endlich. Oder hallo, Report-Designer, passt ein bisschen auf, wenn ihr jetzt dieses Personalized Visuals verwendet, dass die Leute nicht irgendwie noch eher genau das, was du angesprochen hast, haben wir tatsächlich genau das in so einem Infobrief in Gemma zum aktuellen Release, wo es aufgetaucht ist, angesprochen. Okay, weil wir haben jetzt ja auch nochmal wieder eine Frage bei Export Underlying Data. Exportiert auch Hidden Columns? Oh, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ja, tut es. Ah. Also es wird, also es ist ja wie in den anderen Sachen, ist es wie so ein Drill-Through förmlich und es exportiert die Tabelle, es greift die Row-Level Security, das ist da. Aber Columns, wenn sie drin sind, werden sie mit ausgegeben. Ist ja Jochen, ja. Hi. Aber was bedeutet das dann, wenn du Spalten aus zwei Tabellen hast, dann müsste ja das Kreuzprodukt alle Spalten aus allen Tabellen, oder? Das wäre auch irgendwie unlogisch. Nee, das ist aber ja, also. Macht doch das schon. Also das Kreuztabellenprodukt hätte ich, also ich hätte jetzt gesagt, das passiert nicht. Ja. Tatsächlich, also man könnte das ja einfach mal ausprobieren. Ich hätte gedacht, dass tatsächlich nur die Detail-Daten, das Underlying und gegebenenfalls noch nicht mal alle Spalten. Aber Measure, Dimension, Measure und Color ist ja leicht auszuprobieren. Ja. Aber ich glaube, wenn in der Faktentabelle, auf die ich den Drill-Through mache, dann werden die Sachen entsprechend mit angezeigt. Das sollte kein Problem sein. Es gibt auch ein Guy in the Cube-Video, wo doch mal das Problem angesprochen wird, wenn man diese Row-Level-Security-Sache benutzt und möchte das ganz gerne testen. Man kann ja sagen, man nimmt die Rolle einer Person an
und macht den Drill-Through, aber in dem Moment, wo man den Drill-Through macht, würde er wieder die Admin-Rechte ziehen. Und wie man das genau umgeht, dass er dann auch wirklich mit dem Rechten testen kann, die der Benutzer da hat, der den Drill-Through ausführt. Ja. Testest du das gerade jetzt, Tom? Ja, ich wollte es gerade testen, aber festgestellt, dass wir irgendwie Viertelstunde, Quatsch, 5 Minuten noch haben. Also die Folien, wie machen wir das mit den Folien? Katrin? Die Folien werden die auf dem SharePoint gelegt und dann teilen wir die, wenn wir das dann freigegeben haben. Also ich würde, reicht ein Link oder physikalisch? Das ist mir egal. Das kannst du halten, wie ein Dachdecker. Möchtest du nochmal stoppen oder bist du schon durch? Also das ist eigentlich meine Lieblingsgeschichte zu diesem Thema Security. Das andere ist Workspace Management, ist auch ein super wichtiges Thema, ist aber jetzt irgendwie für 4 Minuten ein bisschen überfällig. Ich mache eine kleine Diskussionsrunde für alle, die jetzt noch Fragen haben. Ich mache mal den Recording aus.